So, seid herzlich willkommen bei Blade Quest, The First Chapter. Hier haben wir mal wieder ein kleines Indie-Game, ein RPG. Laut Entwickler soll es ähnlich sein wie Elder Scrolls oder Gothic. Es ist, soweit ich weiß, ein Ein-Mann-Projekt und dafür ist es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Auf jeden Fall mein Lob an dieser Stelle schon mal an den Entwickler. Ich habe eben schon mal eine Aufnahme gemacht von 30 Minuten, die ist dann aber flöten gegangen, weil A ist das Spiel abgestürzt und B habe ich dann festgestellt, dass die komplette Aufnahme schwarz war, also es war einfach nichts zu sehen. Und das ist dann doch ein bisschen doof so für YouTube, wenn ihr einfach nichts sehen könnt und nur mein Gelaber ertragen müsst. Das macht ja dann auch keinen Spaß. Huch. Und außerdem musste ich mein Mikrofon sehr seltsam positionieren, damit ich irgendwie anständig aufnehmen kann gerade. Würde ich sagen, ich laber hier mal gar nicht viel um den heißen Brei rum. Ich durfte jetzt die letzte halbe Stunde quasi ein bisschen trainieren und dann hoffe ich mal, dass wir das hier ganz gut schaffen alles. Wie der Name vielleicht schon hier vermuten lässt, beziehungsweise der Untertitel, das ist erstmal nur ein Teil des Spiels, ne? Und das ist vorwiegend erstmal so ein bisschen, um die Mechaniken zu zeigen, so wohin die Reise geht. Also kein Prototyp, eher so ein bisschen mehr. Aber es ist noch nicht das vollständige Spiel. Also da ist noch sehr, sehr viel geplant. Das ist jetzt erstmal so zum Gucken und zum Zeigen und zum Rumspielen. Falls ihr es selber mal testen wollt oder spielen wollt, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zur entsprechenden Seite. Ihr könnt das Spiel entweder kostenlos herunterladen und testen oder wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, könnt ihr auch für 5 Euro die Gold-Edition erwerben. Ja, genau, die Finanzmittel fließen entsprechend in die Entwicklung und so weiter und so fort, steht alles auf der Seite, Link unten in der Beschreibung. Also würde ich sagen, beginnen wir mal eben so ganz lässig nebenbei unser Abenteuer. It was a cool summer evening, and it slowly became quiet in Wolfwater. The small village was far away from the larger cities, surrounded by lush meadows and dense forests. Among the few inhabitants was not only our hero, but also his brave companion, Veronica. With her father and her brother, she lived in a small hut in the center of Wolfwater. Together with our hero, she already went to many exciting and thrilling adventures. Over the time, they accumulated a remarkable wealth. However, they did not consider leaving Wolfwater to settle down in one of the large cities, although they could afford it. Over the time, they learned to love the tranquil atmosphere that Wolfwater offered. But one day, their fortunate lives were wrapped in darkness as Veronica's brother Elwin was struck by an unknown disease. Day by day, his health deteriorated and nobody knew a cure. Until one day, an adventurer passed through and heard what happened to Elwin. He then visited Veronica's home to share his knowledge with her. He told her about a magical gem able to heal any disease hidden in the depths of a nearby fortress ruin. But fortune was not on our hero's side, since in ancient legends, the fortress was told to be haunted by a sinister shadow lord. Our hero encouraged Veronica to try it anyway, no matter how dangerous it seemed to be. Together, the magical gem and ultimately save Elwin from his disease. The next day, they left Wolfwater, their weapons armed and ready for combat. A whole day and a whole night they wandered until they reached the fortress. Veronica strode toward the entrance gate
determined to get inside and face the Shadow Lord, no matter the cost. When suddenly, like out of nowhere, something sharp struck her from behind. An undead, awakened by the smell of the living, had cut his rusty blade through Veronica's back. Within seconds, our hero slayed the attacker down, opened the gate, and pulled Veronica inside. Und so beginnt unsere Geschichte in Blade Quest, the first chapter. Wie gesagt, es soll sehr Elder Scrolls bzw. Gothic ähnlich sein. Ihr werdet gleich sehen, was damit gemeint ist. Ist jetzt dumm, wenn ich das natürlich die ganze Zeit versuche so zu tun, als ob irgendwas für mich neu ist, weil, wie gesagt, die letzte Aufnahme. 30 Minuten umsonst. Hi and welcome. I'm Marcus, the developer of Blade Quest, the first chapter. Thank you very much for playing my game. It supports me, and more importantly, the indie revolution. So without any further ado, enjoy your adventure. Und ich vergesse übrigens jedes Mal, dass hier Spracheinlagen sind. So. Before you jump right into the adventure, I would like to quickly point out some things. Blade Quest, the first chapter, was built to test the core gameplay, das ist das, was ich euch bereits sagte. All required systems have been developed from scratch, is part of the indie revolution, bringing indie game development to a new level, is meant to be developed together with you. Also es ist ein sehr community-starkes Spiel, das wurde mir auch nochmal so zugetragen. Euer Feedback ist wichtig. Deswegen, ne, ihr könnt auch gerne, wie gesagt, Link unten in der Beschreibung, direkt auf der Seite Itch.io war das, glaube ich, ne, könnt ihr, oder auch auf Steam, da gibt es das Ganze auch, könnt ihr euer Feedback zu dem Spiel da lassen und auch natürlich selber testen und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall alles zuträglich für die Entwicklung. Jeder gefundene Bug ist hilfreich. Genau. Does not reflect the concept of the final game. Das sagte ich hier auch bereits, ne? The first chapter und so weiter, da kommt noch einiges. By participating in the survey at the end, you support the further development of the game. Da war ich noch nicht. Also am Ende gibt es wohl eine Umfrage. Schauen wir uns das Ganze an. Skippen wir erstmal. Short and sweet. What you need to know to play the game. To check and change controls with the options menu. Das habe ich am Anfang übrigens verpeilt. Deswegen, wo ich das erste Mal, wie vorgestern oder so, hatte ich das schon mal angetestet gehabt. Und dann bin ich erstmal direkt krepiert, so, weil ich nicht rausgefunden habe, wie ich die Waffe ziehen kann. Ja, lesen macht schlau. Block your enemies to make them stagger and counter attack. Use a power attack to break their block, but be careful, they can do the same. Das habe ich in den letzten 30 Minuten auch schon ein paar Mal schmerzhaft erfahren müssen. You carry a bow and a melee weapon, press R to switch between them. Hold right mouse button to ready the bow, then press left mouse button to shoot. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es fühlt sich gut an, sage ich mal so. Ne? Also mit der rechten Maustaste nimmst du den Bogen und ziehst und dann linke Maustaste drückst und zipp. Ist Gewöhnungssache, aber es fühlt sich gut an. Damn, that hurt. I guess you have to go alone for the moment. Don't worry about me. It's no serious injury. I think a healing potion should be enough to get back on my feet. Also sie hat gerade ein Schwert erstmal fett ins Kreuz geschlachtet bekommen, so, ne? Aber ein Trinkchen, so, geht immer ein kleines Bierchen, ne? I think you should find one if you delve deeper into the fortress, but be careful. Ja, das sollten wir wirklich sein. Denn dieses Spiel hat faustdick hinter den Ohren. Hier kommen wir noch nicht durch. Das ist eine böse Tür. Da liegt sie. Ihr Atem ist schwer. Ihr Schmerz ist groß. Befreiung ist nah. Wir kriegen das schon hin. Sofern wir nicht selber sterben. Guten Tag. Ah, ja. Da haben wir schon die erste Herrschaft. Das muss ich wieder umgewöhnen hier. Die sind übrigens sehr liebesbedürftig hier alle. So, den
Ich habe da schon so ein bisschen, wie gesagt, rumgetestet, was ich so rausgefunden habe. Wenn man in Bewegung bleibt, dann ist es deutlich einfacher, die Typen hier abzuschlachten. Weil ansonsten wirst du abgeschlachtet. Also relativ schnell. Oder ich bin einfach zu unskilled, das kann natürlich auch sein. So, aber ich denke, den ersten Kampf haben wir ganz gut gemeistert. Gemeistert. Guten Tag. So, hier. Nochmal erschrecke ich mich nicht von dir. Schade, ist alles gar nicht mehr auf der Kamera jetzt sozusagen. Hallo? Alter, mach doch nicht das Brett zu, wenn ich hier durch will. Toll. Ja, in der ersten Aufnahmesession habe ich mich hier höllisch erschrocken vor dem Misttypen, weil der auf einmal um die Ecke gestratzt kam und ich halt überhaupt nicht mit dem gerechnet habe. Alter, mach doch nicht immer die Tür zu! Also das wäre übrigens ein Punkt für die Entwicklung. Bitte nicht die Türen automatisch schließen lassen. Das ist furchtbar. So. Dinge, mit denen wir, die wir aufnehmen können, leuchten übrigens. Das ist übrigens Herbert hier, ne? Der ist ein bisschen Hacke. Guck mal, da ist sogar noch ein Bier drin. Schön mit Schäumchen. Und hier noch ein Weinchen so. Geil. Okay, ich glaube, hier in dem Raum ist aber nichts, was wir mitnehmen können. Schade eigentlich. Das ist auch etwas, was ich in der ersten Aufnahme angemerkt hatte. Es wäre echt cool, wenn man Sachen mitnehmen könnte und später verkaufen und so. Aber, wie gesagt, ist halt First Chapter und so weiter. Da kommt noch einiges. Ich nehme jetzt hier erstmal... Oh, geil. Die Tränke mit. Ein Trank, habt ihr vielleicht gesehen gerade, wurde direkt einkassiert. Der ist so für die Quest halt. Das finde ich ganz gut, dass der einkassiert wird, dass wir jetzt quasi nur einen Trank im Prinzip noch haben, den wir nutzen können und nicht zwei, die wir gerade aufgesammelt haben. Weil sonst wird man natürlich eventuell dazu verleitet, diese auch zu verwenden und dann hat man keinen Trank mehr, um die Quest zu vollenden und das Spiel würde stehen bleiben. Das wäre sehr doof. Ne, Jungs? Immer in Bewegung bleiben. Huch. Die Physik sind übrigens auch sehr geil. So, geil. Mit denen habe ich mich in der ersten Aufnahme sehr übel rumgeprügelt. Weil ich da einfach noch nicht auf die Idee gekommen bin, ein bisschen mehr in Bewegung zu bleiben. Hier kommen wir noch nicht durch. Ich weiß gar nicht, wenn ich irgendwas machen kann. Mal gucken. Nicht so aus. Ich würde mir ein paar mehr Secrets wünschen an der Stelle so. Ich hoffe mal, es war da gerade Kampfmusik. Tatsächlich, ja. Hier ist Kampfmusik. Ich habe gerade irgendeine Tür gehört. Der ist hinter der Tür. Der Drecksack. Alter, vor dir hätte ich mich wieder erschrocken. Du bist genauso einer, vor dem ich mich immer erschrecke. Die von irgendwo herkommen und die man erst überhaupt nicht hört. Dreckiger. So. Ich weiß nicht, von wo der kam. Vor dir habe ich mich auch erschrocken. Ja, ich habe mich sehr oft erschrocken in der letzten Aufnahme. In der verkackten. Ich finde das so schade, dass sie kaputt gegangen ist. Da hättet ihr euch wahrscheinlich wieder ohne Ende gefreut. Über meine ununterbrochenen Herzinfarkte. So, hier können wir leider auch nichts mitnehmen. Ich würde den Käse so gerne hier mitnehmen, dann könnten wir den zum Shiogorath bringen. Also du bleibst schön sitzen. Jetzt juckt es mich am Handgelenk. Ich weiß gar nicht, von wo kam der Typ denn bitte gerade? Das war der von hier. Hier war nämlich auch einer drin. Der ist einfach durch die Wand gebackt. Was ein Cheater, ne? Erstmal ein paar Tränke mitnehmen hier, damit ich auch cheaten kann. So. Hier geht's dann weiter. Da gehen wir mal noch nicht hin. Ich glaube, man könnte das Ganze übrigens auch durchspielen, ohne Veronika zu heilen. Ich habe es nicht ausprobiert. Es ist nur so eine Vermutung. Es wäre ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, es würde gehen. Weil Veronika ja schon Teil der Hauptgeschichte eigentlich ist. Also holen wir die gute Dame jetzt erstmal. Nö.
So you are again, and you actually found a potion. Great. It begins to hurt pretty much. Takes healing potion. Now we can move together. We can move on together. We have to fight our way to the throne room where the magic gem is said to be located. Go ahead, I'll follow you. I'll follow you. Was? So, sie hat so eine schöne Axt, die hätte ich auch gerne. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir eben waren. Ist ja echt so ein bisschen doof, weil ich das jetzt schon kenne, so, ne? Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn wir diesen Kristall dann haben und so weiter, von dem die ganze Zeit gesprochen wird. Also, was danach kommt, weil da ist halt, wie gesagt, das Spiel abgestürzt. Ich hoffe, da kommt noch was. Ihr Dreckigen. Also eigentlich seid ihr gar nicht mehr dreckig, weil ihr seid ja schon vertrocknet. So viel kann da gar nicht mehr dreckig sein. Aua! Ah, natürlich ist die Tür wieder zu. Aua! So, Jungs, das war's mit euch. Keine Secrets. So, hier können wir dran rumspielen. Da können wir nicht dran rumspielen. Kisten kaputt machen wäre auch toll, wenn man die Kisten irgendwie kaputt machen könnte und dann irgendwas drin ist. Gleich ist mit den Fässern. Und da ist ein Loch. Hallo? Ein Raum ohne Gegner ist ein guter Raum. Orientierung? Okay. Was haben wir hier? Ah, natürlich gleich wieder zwei von euch. Aua. Tschüss. So, das war's mit euch. Irgendwo gab's einen anderen Bogen. Ich glaube, ich habe den übersehen. Jetzt auf jeden Fall Pfeile. Mittlerweile haben wir schon 8 Pfeile. Und jetzt eben das neue Schwert. Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Damage. Ich gehe nochmal zurück. Ich möchte mal gucken. Irgendwo war noch ein anderer Bogen, glaube ich. Meine ich, habe den übersehen jetzt. Weiß auch gar nicht mehr, wo der war. Der hier hat auf jeden Fall zu viel Käse gegessen. Auch wenn man eigentlich nicht so viel Käse essen kann, aber bei ihm hat diese Regel anscheinend nicht gegriffen. Hallo? Habe ich hier vielleicht was übersehen? Oh nee, waren glaube ich nur Tränke, ne? Irgendwie hier so. Ich bin leicht verwirrt, tut mir leid, dass ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatsche, aber ihr kennt das ja noch von Oblivion und so weiter. Das gehört zum Spiel dazu. Vielleicht habe ich hier irgendwie einen Raum übersehen. Oder einen Tisch. Oder ich habe den Bogen bereits mitgenommen und habe es nicht mitbekommen. Nee, hier ist aber auch nichts. Ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwo etwas übersehen. Geh mal auf den Weg hier. Weg. Weg. Die Türen sind übrigens immer mega unfreundlich, weil die einfach zugehen. Es sind keine Gentleman-Türen. Irgendwas muss ich übersehen haben. Irgendwo ein Raum. Da! Die Tür sieht man aber auch kaum. Na? So. Haben wir nur einen Bogen. Ich weiß nicht, ob der besser oder schlechter ist. Es steht halt leider nirgendwo. Aber hey, wir haben 8 Tränke, wir haben 10 Pfeile. Ich denke, wir können uns nicht beschweren. Jetzt können wir weitergehen. Zum Glück sind wir noch nicht allzu weit vorangeprescht hier in dem Ganzen. So, ich meine, hier waren wir jetzt zuletzt. Hier in dem Raum waren wir. Da sind jetzt unsere alten Sachen. Ich kann noch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Du bleibst schön da liegen. Die Axt, die möchte ich auch unbedingt gerne mitnehmen eigentlich, aber es geht leider nicht. Ah, ja.
Der nächste Kollege. Ich liebe es übrigens, wenn Veronika direkt hinter mir steht und ich nicht rückwärts laufen kann. So, das war's mit ihm. Ein Tränkchen. Nochmal gucken hier. Ich habe das Gefühl, der lag letztes Mal anders. Ich kann hier irgendwie gerade nicht. Ne? Bisschen komisch hier gerade. Hier hat irgendwie gerade geblockt. Okay, sie macht Türen auf. Hier scheint aber überall nichts zu sein. Außer ihm hier natürlich. Er hat die ganze Sache hier erstmal voll unter Beobachtung. Gehen wir mal weiter. Was guckst du so? Schnecke. Ein Trank. Und ein Buch. Would you show me that? Skimming through the book. Hmm. Interesting. It says there's a secret corridor leading to the... Leading us to the throne room. Das ist ein Sitz zu viel. Ich habe übrigens keine Brille auf. Die sollte ich vielleicht mal aufsetzen, wenn ich lese. Weil es also ein bisschen rumschwimmt. In the large hall we just passed through, there must be some kind of mechanism inside of one of those water dispensers. Come on, let's try it out. Dann gucken wir uns die Wasserspender nochmal an. Da war ja einer, mit dem wir interagieren konnten. Da ist nur nichts passiert. Huch. Tell me. Yeah. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier wieder irgendwie einer rausgerannt kommt. Aber heute nicht. Aha. Oh, da sind Tränke. Und tschüss. Das war der Kollege. Ich glaube, die brauche ich hier nicht mehr. Bei ihm helfen die dann wirklich nicht mehr. Behind this door should be the throne room. Be careful. I don't want you to get hurt. Okay, we can go to that. Nee, we go together. Okay, so. 3, 2, 1 and go fly win, yeah! Und die Tür bleibt trotzdem zu. Guten Tag. Na, Jungs? Okay, die stecken ein bisschen mehr ein. Ein bisschen ist gut, die stecken ganz schön viel mehr ein. Vor allem er hier. Seiner overpowerten Rüstung. Der erste Kleine ist weg. Der andere ist auch schon fast weg. Aber Anja. Aua! Stirb! Stirb! Och Mann, das war mein Kill. Huh. Ich möchte gerne diese Kisten hier öffnen, aber ich darf nicht. Oh. Ein Schlüssel. Mal langsam ein paar Tränke nehmen hier. Der heilige Kristall, zu dem kommen wir gleich. Ich schaue hier noch nur ein bisschen rum. Ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Ein alter Knochen. Nothing special. Okay, dann nehme ich mal den Kristall. We have it. We have it. We have the stone. Oh, for God's sake. Owen is saved. Let's go back to the entrance hall. I saw a key laying on the throne. Maybe it can open the locked gates. Den haben wir, glaube ich, schon gefunden. Huch, hat gerade geruckelt. Bitte nicht wieder abstürzen, Spiel. Hallo? Sind wir wieder hier beim Eingang? Alter, der Typ in der Sense hier, ey. Da haben sie erstmal schon eine Statue von mir ins Spiel gebracht. Finde ich ja cool. Was ist mit diesem Kristall hier? Ich glaube, der ist einfach nur da. Den kann man nicht mitnehmen oder sonst was. Der war einfach nicht gut genug.
So, bitte, bitte spielen. Stürz nicht ab. Stürz. Ah. Okay. Okay. Thanks. Congratulations. You saved Arwen from a painful death. Thank you for taking the time to play Blade Quest the first chapter. What the future brings. New exciting game concept for the final Blade Quest. Completely new features. From your feedback, handcrafted game awaits you. Revised systems offering many great possibilities. Optimized performance, much more. Das ist so das Zeug, was uns erwartet für die Leute, die unter euch nicht ganz so englisch-konfirm sind. Ich übersetze mal ganz kurz. Also ich fasse lieber zusammen, anstatt direkt zu übersetzen. Wie bereits mehrfach gesagt, das ist nur so ein Teil des Spiels, so um die Mechaniken zu testen. Ein Teil der Geschichte. Aber das eigentliche Spiel, das eigentliche Abenteuer kommt halt erst noch, ne? Aber so ein Spiel braucht natürlich Finanzmittel, es braucht entsprechend Manpower, sage ich mal, um das Ganze halt umsetzen zu können, und es braucht natürlich Zeit. So, und das ist ja jetzt erstmal so, um euch einen ersten Einblick in das Spiel gewähren zu können. Und ja, wie gesagt, unten in der Beschreibung hat es den Link zur entsprechenden Seite, wenn ihr das selber mal spielen wollt oder ein bisschen rumtesten wollt oder einfach euer Feedback, euren Senf dazugeben wollt. Dann ja, könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren hier unten machen. Ich leite das gerne an den Entwickler weiter. Oder ihr schreibt es einfach direkt in die Kommentare bei Steam oder eben bei Itch.io oder sonst wo. Ne? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, mit dem Entwickler in Kontakt zu treten. An dieser Stelle, ich guck mal ganz kurz erstmal, was Continue macht. Ah, okay. Your feedback. It's your turn now. Did you like Blade Quest, the first chapter? What kind of game would you prefer? Share your answer with me, so I can try my best to make your wishes come true. Let's make a great game together. If you want to be the first getting access to Blade Quest Chapter 2, consider joining my newsletter. Das habe ich übrigens schon gemacht. Könnt ihr auch machen, wenn ihr da weiter Interesse dran habt, an dem ganzen Entwicklungsverlauf. Ich denke, ich werde mich an dieser Stelle erstmal ausklinken. Bedanke mich auf jeden Fall ganz recht herzlich fürs Zuschauen, dass ihr mit dabei wart. Joa, wenn ihr Fragen oder so weiter und so fort habt, ne, dann einfach in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch ein Däumchen da lassen. Und es ist gut möglich, dass ich in Zukunft weitere Videos mache. Der Entwickler arbeitet momentan noch an Blade Quest. Einfach nur Blade Quest. Ich habe leider gerade schon wieder vergessen, was genau das ist. Fast zu viel im Kopf momentan. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist gut möglich, dass ich zu der ganzen Geschichte nochmal ein Video mache oder vielleicht sogar mehrere. Und ich bin sehr gespannt, was uns da noch so erwartet. Genau, aber für jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. See ya!